Dieses lose Kabel macht es ein bisschen schwierig, das Schild zu lesen. Das ist ein Fall für dich, Pendril. Oh, ups. Okay, habt ihr das gesehen? Ich sag mal damit, hallo, willkommen zurück zu Unforeseen Incidents und von meinem Rumgedümpel vorher. Und gucken, was wir machen kann. Ich habe gesehen, wir können hier ein Kabel, also man konnte das Kabel anwählen. Und das haben wir jetzt. Ich weiß nicht genau, was man... Ah, damit können wir kurz Schluss machen. Isolierband. Damit kann ich alles und jeden isolieren. Ja, ja, okay. Also ich war vorher im Hotel und ich habe jetzt, glaube ich, vielleicht maximal 3 Minuten gespielt, um zu gucken, was wir machen müssen. Ja. Und dann bin ich an dem Band hängen geblieben, ne? Und mit dem Band können wir jetzt hier ja kurz schließen. Ich weiß nicht genau, was wir da mit dem Fernseher unten machen müssen, aber... Ja. Ich brauche gerade keinen Strom. Du sollst das kurz schließen. Ich glaube nicht, dass ich das tun kann. Oh nein, alles wieder umsonst. Lass mich mal nachdenken. Hier? Das muss nicht verkabelt werden. Was muss denn verkabelt werden? Dieses Stromkabel habe ich mir vom Hotel, geliehen. Was? Was mache ich denn jetzt damit? Muss ich das vielleicht an den Fernseher halten? Wofür gibt es sonst die Streckdose? Die Streckdose vor allen Dingen. Die Steckdose. Das muss nicht verkabelt werden. Das muss nicht verkabelt werden. Das Ding ist, wir sind halt fertig mit... Das muss nicht verkabelt werden. Mit dem Auto. Das heißt, ins Auto kommt es nicht. Das muss nicht verkabelt werden. Ja, ich weiß. Kabel sind immer nützlich. Ich liebe Kabel. Müssen wir das vielleicht auch durchschneiden? Nein, es ist... Nö, okay. Wir probieren es einfach mal. Das muss nicht verkabelt werden. Hä? Bin ich jetzt blöd? Ah, da könnten wir hier vielleicht, wenn wir einen Bildschirm hätten, hier oben ein Spiel übertragen. Mit diesem unglaublich langen Kabel. Oder können wir es hierfür benutzen? Das muss nicht verkabelt. Nö. Wozu auch? Sieht aus, als hätte Morten es gemalt. Ziemlich festlich, was? Okay, Lichterkette funktioniert jetzt natürlich nicht mehr. Ich hätte eher die Lichterkette mitgenommen als das Kabel. Fällt gerade auf, ich habe den Timer falsch gestellt. So. Okay. Wofür könnten wir das nur benutzen? Bei uns im Zimmer war nichts, das verkabelt werden musste. Beim Professor gab es auch gar nichts. Also eigentlich müssen wir das da hinten, also für da hinten brauchen. Wir haben halt unser... Obwohl, wir haben... Wir haben... Ups. Ich habe gerade rausgeklickt aus Versehen. Wir haben in unserer Wohnung noch den Lötkolben. Die Frage ist nur, was wir jetzt zusammenlöten sollen und wir haben gar keinen Lötdraht. Nee, das wollten wir gar nicht. Nicht das Plakat, das hört sonst nicht mehr auf. Schrott, warum wir den anwählen können, keine Ahnung. Und das Funkgerät haben wir natürlich auch noch. Aber bei dem Funkgerät konnten wir irgendwie noch gar nichts machen. Das muss nicht verkabelt werden. Nee. Wir können doch mal gucken. Oh, ich hatte die letztes Mal so schön übereinander gelegt. Hier habe ich verschoben. So. Ich frage mich, was wir hier hören sollen. Ich denke, es gibt hier auf jeden Fall was zu hören.
Aber müssen wir jetzt sein, wo es am lautesten rauscht? Hier war doch gerade was. Gibt es irgendwie so einen Code für die Apokalypse, dass ich den hier einstellen kann? So 108, 108. Hier war auch gerade kurz was. Aber ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Naja, ich würde sagen, damit beschäftigen wir uns einfach das nächste Mal. Nur irgendein andermal, weil wir können hier einfach kein Kabel gebrauchen. Wenn das jetzt irgendwie zu lange dauert, dann cutte ich wieder. Weil das habe ich aus Family Park gelernt. Wenn man in den Folgen keine Fortschritte macht, dann ist es, glaube ich, irgendwie doof. Dann ist es irgendwie blöd. Blöd. So. Das muss nicht verkabelt Nö, werden. Nö, muss nicht verkabelt werden. Okay. Müssen wir das vielleicht ansprühen? Die Lackierpistole. Die Lackierpistole bringt mich hier nicht weiter. Ja, schade. Ich hätte gerne noch was angesprüht. Ich meine lackiert. Dieses blöde Kabel. Kabel. Komm. Das muss nicht verkabelt. Das muss nicht. Das habe ich schon ausprobiert, glaube ich auch. Das muss nicht. Das habe ich auch schon ausprobiert. Das muss nicht. Das muss nicht verkabelt. Hier muss nichts verkabelt werden. Verkabelt. Okay. Wir sollten für ihn eine Ablenkung schaffen. Aber wie schaffen wir das? Wir könnten das Kabel wieder ein bisschen abschneiden. Haben wir dann was davon? Das will ich nicht schneiden. Jo, war ja klar. Ich brauche gerade keinen Strom. Doch, das weißt du nur nicht. Wir wollen ja auch eigentlich einen Kurzschluss. Hier gibt's echt nichts, den Sessel. Ja. Das muss nicht verkaufen. Kleber auf den Sessel? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Der Nächste, der sich draufsetzt, klebt fest. Was machen wir denn mit dem Billardtisch? Unzählige Nächte haben morgen. Ja. Wir erinnern uns. Das muss nicht verkaufen. Muss nicht. Kleber? Das ist nicht richtig. Hätte aber richtig sein können. Ich bin nicht hier, um sauber zu machen. Okay. Dann halt nicht. Ja, immer noch dieses Bier. Wenn wir einem Kleber geben. Die interessieren sich nur für das Endspiel. Die interessieren sich nur für das Endspiel. Warte mal kurz. Wir fragen. Ich muss noch mal. Hi. Hey. Howdy. Sprechen wir noch. Nicht schon. Das Vandals-Match war ein Klassiker. Ja, es war dieser leicht verregnete Juniabend, damals 78. Und die Vandals haben euch im Match verdroschen. Ja, bis zum letzten Quarter. Hat man schon mal so ein Comeback gesehen? Ich erinnere mich an das Spiel gegen die Wolves. Ich sag dir, Evan Taylor hat das Spiel seines Lebens gemacht. Der hatte nur Glück. Glück? Taylor war unglaublich. 6 Touchdown-Pässe. Das muss Mai 1999 gewesen sein. Was für ein Tag. Mai 99. Das Spiel gegen die Raccoons war bestimmt ein Highlight. Oh, Junge. Ihr habt euch ver... 86 ist lange her. Heute zeigen wir es euch. Versucht's doch mal. Wie dem auch sei. Okay, danke. Ich muss weiter. Bis später. Tschüssi. Dann gucken wir jetzt doch mal hier auf den Stapel. Ich weiß jetzt nicht, was das da für ein... Also wir haben hier 78. Das da unten
Mai 99. Was mit der Kassette? Und 86. Ja. Ich frage mich nur, was wir mit diesen Kassetten machen müssen. Vielleicht müssen wir von diesen Klassikern welche dem Morten geben, dass er mitreden kann. Warte mal. Das ergibt keinen Sinn. Ja, lass mal. 78. Komm, wir nehmen mal die 78 mit. Mal sehen, ob die hier weiterhilft. Ich pack die andere zurück. Eine Kassette mit einem alten Footballspiel. Sie haben den Schreibschutz durch Rausbrechen der Plastiklasche aktiviert. Nett. Diese Liebe zum Detail. Football-Nerds. Ich check halt nie... Oder, warte mal, brauche ich dafür das Multitool, um da was aufzubrechen? Das will ich nicht schneiden. Ja, ich weiß, du sollst nicht den Film schneiden, aber... Das fühlt sich nicht wie eine Zangen... Ich glaube nicht, dass ich... Ja. Okay, ich denke mal, in der nächsten Folge geht's hier weiter. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu langweilig. Ja. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr irgendwie eine Lösung habt, was wir jetzt als nächstes machen können, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Ja. Ansonsten muss ich hier nämlich alleine weiter rätseln. Und ich bin mir nie sicher, soll ich es rausschneiden? Soll ich es drin lassen? Ich will auch keine 600 Folgen machen, weil ich nicht weiterkomme. Es dauert bei mir nämlich immer etwas länger. Sagt mir einfach Bescheid. Und ja, tschüss.